Hallöchen, du bist bestimmt auch total im Weihnachtsstress und die Kunden wollen ganz schnell und schön ganz tolle Nägel haben und eigentlich ist überhaupt keine Zeit für Nailart, aber es muss funkeln und glitzern. Und da gibt es eine schnelle Möglichkeit, Highlights zu setzen und zwar mit Bestolup. Kriegst du Strasssteine und Overlays richtig fest, also ohne dass du dir Sorgen machen musst, dass die Kundin nach ein, zwei Tagen wiederkommt und sagt, oh, ist alles abgefallen, nichts mehr drauf. Nee, die kriegst du richtig fest. Und vor allen Dingen, du musst nicht nochmal drüber Glanzgel machen. Das heißt, der wird schön funkeln. Und das ist doch eine super Geschichte. Ich zeige dir jetzt mal ein paar ganz, ganz schnelle Nailart-Ideen und wie du den Strass bzw. die Overlays auf den Nagel festmachst. Du musst nicht unbedingt eine Nailart noch extra dazu machen. So ein Overlay, der ist auch so schick zu Weihnachten. Da muss man nicht viel dazu. Den muss man nur ordentlich festkriegen. Und dafür nehmen wir also Bestolup. Das ist ein klares Gel. Ein recht festes, klares Gel. Und damit kriegst du Strasssteine und Overlays so bombenfest, dass deine Kunden über Silvester noch aushalten und gar nicht wiederkommen. So. Nummer 1, ganz, ganz toll auch mal zum Gucken, sind oder finde ich sehr festlich, sind matt versiegelte Nägel. Also ich habe hier schwarz matt versiegelte Nägel und nehme jetzt mein Bestolup dazu, meinen Vintagepinsel und ich mache eigentlich nur ein paar Bögen. Eins. Zwei. Drei. Ich habe die Kamera heute sehr schlecht eingestellt. Ich verknietsche mich total. So, dann kommt hier ein Bogen dagegen. Eins. Und zwei. So, das war schon mit der Nähladen. Mehr braucht man gar nicht. Das sieht schon schick aus. Und da müssen wir jetzt nur noch einen Strassi dazu setzen. Du kannst natürlich auch ein bisschen noch Kringelchen machen. Kann ich dir auch eben zeigen. Schau, dann machen wir eben hier einen Bogen und noch einen Bogen dran und noch einen Bogen dran und schon ist der Kringel da. Guck, so schnell kann es gehen und dann setzen wir noch einen Schwung dagegen und vielleicht noch ein Kringelchen. Das kann man übrigens auch sehr, sehr dünn malen, das Bestolup. Du kannst also hier auch aus diesem Gel, was du bereits angelegt hast, Kohl nochmal Striche rausziehen. Ja, ganz dünne, macht sich wunderbar. Und da geht das ganz, ganz schnell. Noch ein Strassi dazu und fertig ist das Ding. So, und wie du einen Strass aussetzt, das zeige ich dir jetzt. Da haben wir jetzt hier ein bisschen Bestolup. Das setze ich so auf, dass ich das so ein bisschen aufditsche und dann ziehe ich das nach oben weg. Und dann kannst du mal sehen, was da für ein Riesenhuckel ist. Siehst du das? Also so viel hätte ich jetzt gar nicht gebraucht für so einen kleinen Strassstein. Das reicht mir eigentlich für zwei. Machen wir hier drüben. Noch einen, jetzt haben wir zwei Buckelchen. Und jetzt packen wir da den Strass oben drauf. Das mache ich mit einer Pinzette sehr gerne. Setze ich den oben drauf. Ich muss immer zwischendrin mal einen Blick auf die Kamera werfen, ob ich da noch im Bild bin. So. Und der andere. Zuck. Oben drauf und runterdrücken. Und dann bildet sich so ein kleiner Ring um den Strassi drumherum. Das Ding härtest du jetzt einfach aus und dann ist das fertig. So, noch eine Idee, ganz nebenbei, ist, wenn du Chromeffekt dir auf einen Nagel drauf machst, ganz klar, also Farbe auflegen, dann Flaschenglanz geht drauf, hier den Sweet Gloss, ne? Dann aushärten und dann in dieses
Glanzkehl oder solange wie das noch warm ist, wird dann quasi das Chrompulver mit einem jetzt komme ich nicht drauf, mit so einem Pad eben festgerieben und dann kannst du da schön weitermachen. Auch wieder mit Base-to-Loop. Einfach Punkte setzen zum Beispiel. Du kannst aber auch einfach ein paar Linien drauf knallen, egal wie. Und egal wie das aussieht, das wird nachher wunderbar aussehen. Weil damit kann man gar nichts falsch machen. Das wird immer toll wirken. Und da siehst du auch, wie schnell man da eigentlich was hinzaubern kann. Muss nicht viel sein, nur so ein paar Highlights. Und auch da setzen wir dann wieder Strass dazu. Das härte ich jetzt mal eben aus. Hier habe ich das zum Beispiel schon getan. Und das werde ich jetzt abputzen. Und wir erinnern uns, wir hatten drunter einen Nagel, der war versiegelt. Dann haben wir ja in die Versiegelung quasi das Chrompulver eingerieben. Und wenn ich jetzt das Chrompulver wegnehme, kommt ja der versiegelte Nagel wieder zum Vorschein. Zusätzlich zu meinem Muster, was ich mit Base-to-Loop geschützt habe. Ich habe ja jetzt hier quasi, da haben wir es, mein Chrom-Effekt Chrompulver teilweise geschützt und habe jetzt quasi den fertigen Nagel mit dem Muster drauf und natürlich hier ganz klare Sache, Strass wieder drauf und schon glitzert das. Das ist so schnell gemacht und das macht so viel Spaß. Das ist Wahnsinn und gerade solche Sachen sind genau richtig für Weihnachten. Jetzt ist mir der Strass um die Ohren gefallen. Das ist ja ein Ding. Na, komm schon. Drauf machen, runterdrücken, aushärten, fertig, schick, mit Glitzy. So, das härte ich auch mit aus. Dann noch eine kleine Idee zu Overlays. Wir haben, ja, wie gesagt, man kann die Overlays auch einfach so drauf machen. Man kann sie aber auch ein bisschen noch verzaubern. Ich habe jetzt hier einfach mal hellblaues Gel angelegt, einen weißen Streifen dazu und habe dann mit 3D-Gel ein paar goldene Schwünge noch draufgezogen. Hier das Ganze mit goldenen und silbernen Gel. Und das sieht dann nachher so ein bisschen aus wie eine Sternschnuppe oder wie ein Feuerwerk. Und Das kann man zu Silvester und Weihnachten tragen. Also da ist die Kundin schick, die braucht dann dazwischen gar nicht mehr wiederkommen. Und da haben wir unser Sternschnüppchen drauf. Wie gesagt, kann auch als Feuerwerk durchgehen. Und da haben wir die Kundin schick entlassen. Ne? So, den Overlay auch erstmal so festmachen, wie ich das mit dem Strass gemacht habe, anhärten und dann werden wir den nochmal unterfüttern. Ich gehe jetzt mal ganz kurz in die Lampe rein. Hier übrigens zwischendrin nochmal der, wo ich wirklich nur mal schnell ein paar Linien hingezaubert habe und das ist jetzt wirklich nicht viel gewesen, ne? Aber das ist trotzdem schick, das glitzert, das funkelt, das macht Spaß und da wie gesagt noch ein bisschen Strass dazu, da hat man seine Highlights auf dem Nagel, da muss nicht viel Nähart passieren, wir müssen keine Weihnachtsmänner mehr malen, das geht schnell, das ist schick, da kann sie dann Silvester auch noch mit rumlaufen, weil es eben schick ist und da ist das erledigt, die Nailart. Macht man einen Finger und gut ist.
So, nochmal zurück zu unserem Oberli. Bei dem Oberli müssen wir solche kleinen Ecken, wo es hier, wo die Kundin hier drunter hängen bleiben kann, am Wollpullover oder am Kostüm oder, wenn es ganz festlich wird, an der Strumpfhose. Und diese Ecken, die müssen wir hier nochmal so ein bisschen unterfüttern. Ja? Sonst wird es unangenehm. Das heißt, hier kommt nochmal ein bisschen was drunter. Aber ansonsten halten die Dinger wie ein betoniert. Das ist wirklich unglaublich. Wir brauchen, also das Bestolob hat auch keine Dispersionsschicht. Das muss nicht, da muss nicht nochmal dran rumgewischt werden. Das, die kommt so raus und ist direkt fertig zum Händewaschen und Verabschieden. Die Kundin und wie gesagt, also wie, ein bisschen unterfüttern. Viel schlimmer ist eigentlich die Frage, wie kriege ich das denn jetzt wieder ab? Also geht da bloß nicht mit dem Fräser dran an so ein Overlay, sondern nehmt einfach einen Nagelhautknipser, einen alten, nicht gerade den besten, und knipst so ein bisschen hier gegen das Gel. Einfach hier gerade in solche Lücken rein, wo wir jetzt unterfüttert haben, da mal mit einem Nagelhautknipser reinknipsen und dann springt euch der Overlay schon entgegen. Und so kriegt ihr den super ab. Und wenn das nicht schick ist, dann weiß ich auch nicht. Also schnell und glitzy. Damit kriegen wir die Kunden happy und dafür brauche ich Bestolob. Und das kriegst du auf www.nelatrend.de. Viel Spaß damit. Tschüss.